Es ist Mittwoch, der 12. September, und hier sind sie wieder, eure Nachrichten des Tages, die zwei wichtigsten Nachrichtenmeldungen von heute. Die eine kommt aus Deutschland, die andere kommt aus Kairo und Benghazi, das heißt also aus Libyen und aus Ägypten. Und natürlich haben wir auch wieder eine Zahl des Tages. Ich würde sagen, ich laber gar nicht groß rum, wir legen direkt los mit der ersten Nachricht, und die kommt genauer gesagt aus Karlsruhe. Diese Herren, die man hier sieht, das sind die Verfassungsrichter. Die Richter des Bundesverfassungsgerichts. In der Mitte steht Andreas Voskuhle, das ist der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht hat heute die ganze Welt geschaut. Das ist keine Übertreibung, das war wirklich so. Also sowohl aus arabischen Ländern als auch aus den USA als auch aus Australien haben Leute heute geguckt, was passiert da in Karlsruhe. Der Grund, den habe ich euch ja am Montag schon mal ganz kurz erklärt, war eine Klage von verschiedenen Menschen. Insgesamt 37.000 Menschen hatten geklagt gegen den ESM, den Europäischen Stabilitätsmechanismus. Da geht es um die Euro-Krise und wie man in Zukunft Staaten vor der Pleite retten kann. Und der ESM soll so ein dauerhafter Rettungsschirm sein, also so eine Art Topf, aus dem Pleiteländer sich Geld nehmen können, das sie dann irgendwann wieder zurückgeben. Und dieser Topf, der soll eben eingerichtet werden. Deutschland soll haften mit insgesamt 190 Milliarden Euro. Das ist eine ganze Menge Geld. Und die Frage war eben, ist diese ganze Sache mit dem Grundgesetz vereinbar? Das Bundesverfassungsgericht hat heute gesagt, ja, der Europäische Stabilitätsmechanismus, der ESM, kann kommen. Alle anderen Länder in Europa haben ihn auch schon unterzeichnet, nur eben Deutschland noch nicht. Jetzt kann Deutschland auch, wenn Bundespräsident Gauck dem zustimmt, und das wird er wohl machen, den ESM ratifizieren, sagt man, und damit kommt der ESM zustande. Aber das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das geht nur unter zwei Bedingungen vor allem. Die erste Bedingung ist, dass diese 190 Milliarden Euro nicht einfach überschritten werden, ohne dass das deutsche Parlament dem zustimmen. Und außerdem hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die deutschen Parlamente müssen informiert werden. Das Ganze ist zwar so eine geheime Sache, so ein bisschen der ESM, da dringt nicht so viel nach außen, aber trotzdem sagt das Bundesverfassungsgericht, Deutschland darf nur dabei sein, wenn da genügend Informationen fließen. Das also die Nachricht des Tages, das haben alle drauf gewartet. Nachricht Nummer 1, Deutschland ist beim ESM, beim Europäischen Stabilitätsmechanismus dabei. Das hat sich heute Mittag rausgestellt. Und die zweite Nachricht, die ist ziemlich traurig und tragisch. Wie gesagt, sie kommt aus Kairo und aus Benghazi. Ich habe hier mal ein Bild aus Benghazi in Libyen. Dort wurden die Botschaften der USA gestürmt, zum Teil angezündet, verwüstet, und es wurde sogar der US-Botschafter von Libyen umgebracht und einige Mitarbeiter. Hintergrund der ganzen Sache war ein Film, der bei YouTube aufgetaucht ist, und in diesem Film wird Mohammed, das ist der wichtigste Prophet des Islam, total verunglimpft. Und dieses Video hat anscheinend ein amerikanischer Jude gedreht, und da sind die, ja, sehr gläubigen Menschen in Kairo und in Benghazi sehr wütend gewesen und haben gesagt, Amerika ist dran schuld, Amerika ist ja sowieso der Sündenbock für alles, für diese Menschen. Und naja, so wurden eben diese Botschaften gestürmt. Das war gestern, unserer Zeit, gestern Nacht. Und heute dringen so nach und nach die Infos durch. Eben sehr tragisch, dass auch der US-Botschafter dabei gestorben ist. Und jetzt kommt noch die Zahl des Tages. Die Zahl des Tages ist die 5. Denn heute stellt Apple sein iPhone 5 vor. Zumindest vermuten das alle. Ab 18:30 läuft da so eine Pressekonferenz, und natürlich gucken alle gespannt hin, was wird Apple da vorstellen. Die Frage an euch, die ich jetzt habe, ist, wie findet ihr eigentlich diesen Apple-Hype? Findet ihr das toll, dass alle immer darauf gucken, was Apple so Neues macht, oder sagt ihr, nee, auf Apple habe ich keinen Bock, die verkaufen viel zu viel Sachen für viel zu viel Geld, das interessiert mich alles nicht. Sagt mir einfach eure Meinung, der Apple-Hype, was denkt ihr davon? Heute eben Zahl des Tages, die 5. Wegen des iPhones 5, das heute kommt. So viel auch schon wieder für heute mit den Nachrichten des Tages. Eine Bitte habe ich zum Schluss noch. Ich hoffe, mein Akku hält so lang. Ich fände es total toll, wenn ihr meine Videos auch teilt. Also postet sie ruhig bei Twitter, postet sie bei Facebook, weil ich glaube, dass der ein oder andere auch gerne wüsste, was so los ist. Zumindest haben mir das jetzt schon einige erzählt, dass sie das weitergegeben haben, und die Leute haben sich dann darüber gefreut. Also teilt mich, ich freue mich darüber und bedanke mich morgen mit einem neuen Video, morgen Abend ungefähr zur gleichen Zeit wieder hier an dieser Stelle. Bis dahin, ciao.